So, und damit dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel gegen Hertha BSC. Ich darf beide Trainer recht herzlich begrüßen. Und das übliche Spiel, der Gast darf beginnen. Herr Kurkut, Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, Glückwunsch an Fürth. Für uns der Beginn schon in der ersten Minute mit dem Gegentor. Déjà-vu ein Stück weit, was uns in den letzten Spielen immer wieder verfolgt, dass wir sehr früh auch dann in Rückstand geraten und dann hinterher rennen müssen, haben trotzdem immer noch genug Zeit, um ins Spiel zurückzukommen, spielen keine gute und entschlossene erste Halbzeit, sind deswegen auch dann verdient im Rückstand. Die zweite Halbzeit haben wir dann umgestellt, es ist besser geworden, wir waren dann auch ein Stück weit überlegener im Spiel, auch wenn wir noch nicht die ganz klaren Torchancen hatten, bekommen dann das Elfmeter-Tor, das uns natürlich auch wehgetan hat, haben aber danach immer noch mit vollem Risiko versucht, das Spiel zu drehen, haben auch unsere Möglichkeiten gehabt, auch vor dem Anschlusstreffer noch, aber dann auch zum Möglichkeiten für einen Ausgleich gehabt, haben die nicht genutzt und so haben wir dieses Spiel heute verloren. Und sind natürlich absolut nicht zufrieden, weil es unnötig war und vor allem auch im Gegensatz zu letzter Woche nochmal wir einiges vermissen lassen haben, was uns letzte Woche ausgezeichnet hat. Vielen Dank. Stefan, dein Fazit? Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, ich bin natürlich sehr zufrieden. Ich bin zufrieden mit der ersten Hälfte. Weil wir gerade in der ersten Hälfte, sicherlich hat uns da das frühe Tor in die Karten gespielt, aber insgesamt in der ersten Hälfte doch, was die Chancen angeht, sehr überlegen waren und auch zu diesem Zeitpunkt hätten wir höher führen müssen. Insgesamt waren wir sehr diszipliniert, gerade im Spiel gegen den Ball. Wir hatten eine hohe Intensität heute auf dem Platz, was Laufleistung, Sprintleistung betrifft, dass die Basis für unser Spiel sein muss. Ja, gehen völlig zu Recht in die Halbzeitpause mit dieser Führung. Wie ich schon gesagt habe, in meinem Empfinden hätten wir da schon höher führen müssen. Ja, die zweite Hälfte, glaube ich, war für die Zuschauer sehr unterhaltsam, weil viele Umschaltmomente eben da waren auf beiden Seiten. Sehr, sehr viele Tormöglichkeiten, gute Tormöglichkeiten auch. Ja, ich glaube, dass wir auch das Spiel schon früher entscheiden können. Haben dann noch wirklich zwei, drei richtig gute Umschaltmomente, auch immer wieder 1-1-Situationen mit dem Keeper. Deswegen ja, finde ich, dass es ein verdienter Sieg ist, auch wenn wir es zum Schluss nochmal spannend gemacht haben. Dankeschön. Danke an die beiden Trainer. Damit öffnen wir die Fragerunde. Frank Linkisch vom Kicker. Ja, Herr Leitl, hallo, grüße Sie. Zwei Fragen. Wie hat Ihnen das Debüt von Torwart Linde gefallen? Und die zweite Frage, vielleicht ein bisschen provokant schon. Der FC Bayern hat heute gegen den anderen Aufsteiger 4 Tore kassiert. Sie sind gut in Form. Was rechnen Sie sich aus nächsten Sonntag in München? Danke. Erstmal danke, Herr Linkisch. Ich habe es mir fast schon gedacht, dass die Frage von Ihnen kommt. Erstmal zu Andreas. Ich finde, insgesamt hat er ein gutes Debüt gehabt heute. Ja, die eine oder andere Situation, glaube ich, kann er auch aufgrund seiner Körpergröße noch, vielleicht wenn er rauskommt, gerade bei Standardsituationen, für uns im Gesamtverbund dann ja, noch mehr Druck da von uns nehmen. Aber insgesamt das, was wir von ihm erwartet haben, hat er umgesetzt. Und zum Zweiten, ja, ich glaube, es ist grundsätzlich in einem Spiel immer alles möglich, aber wir spielen in der Allianz Arena und ja, ein sehr, sehr schwieriges Auswärtsspiel. Wir wollen das einfach nur genießen für uns und ein gutes Spiel zeigen und mal gucken, was dabei rumkommt. Paul Gorgas von der Bild. Hallo, Herr Kurkut. Vor den Spielen gegen Bochum und Fürth wurde davon gesprochen, dass es richtungsweisende Partien sind. Hertha hat jetzt nur einen Punkt aus beiden Spielen geholt, ist allerspätestens jetzt richtig tief drin im Abstiegskampf. Was macht Ihnen Hoffnung, was lässt Sie daran glauben, dass Sie mit der Mannschaft die Wende schaffen?
Wir müssen erstmal die Situation jetzt auch annehmen, ja, dass wir natürlich aus diesen zwei Spielen mehr Punkte holen wollten. Das haben wir auch vorher auch so gesagt. Letztendlich ist es uns nicht gelungen. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir auch diesen Kampf annehmen, dass wir die Situation vor allem annehmen und uns bestmöglich jetzt auch auf das nächste Spiel vorbereiten. Mit viel Klarheit auch über dieses Spiel nochmal reden müssen und wir einfach jetzt auch die Situation so einschätzen müssen, wie sie ist, ja, und nicht denken, ja, die Punkte kommen uns zugeflogen. Ja. Man hat heute auch wieder gesehen, dass jede Sekunde wichtig ist. Wir sind wieder ins Spiel gestartet, wie wir es uns eigentlich überhaupt nicht vorgestellt haben. Und wir in dieser Liga nichts geschenkt bekommen von keinem Gegner. Mit allem Respekt auch an Fürth jetzt. Von daher wird es jetzt einfach darum gehen, dass wir die Situation komplett annehmen, dass wir den Kampf auch annehmen und uns klar auch klar werden, dass wir letztendlich punkten müssen. Michael Fischer von den Fürther Nachrichten. Ja, guten Abend, Herr Leitl. Sie haben gerade schon gesagt, dass Ihre Mannschaft unnötig zittern musste. Was überwiegt denn bei Ihnen nach so einer ersten Hälfte, dass Ihre Mannschaft sich in der Bundesliga so viele Chancen rausspielen kann oder dann doch die mangelnde Chancenverwertung? Was hätte ja locker 2 oder 3-0 stehen können zur Pause? Ja, ich finde erstmal, dass es wichtig war, eine andere Reaktion zu zeigen als letzte Woche oder eine Reaktion aufgrund der 1-4-Niederlage in Wolfsburg zu zeigen. Und wir haben in Wolfsburg auch ein ordentliches Spiel gemacht. Was halt einfach nicht gestimmt hat, war die Intensität. Und darüber haben wir gesprochen. Und dass meine Jungs dann heute das unbedingt wollten, ich glaube, das hat man dann von Anfang an auch gespürt. Insgesamt hatten wir nochmal eine gute Ordnung. Ja, wir waren sehr kompakt, wir hatten immer viele Beine hinter dem Ball. Wir haben Tiefenläufe mit aufgenommen, die zwingend notwendig waren. Und auf der anderen Seite hat man, glaube ich, auch gesehen, gerade in der ersten Hälfte, dass wir einen ziemlich guten Ball auch spielen können und uns immer wieder in der Lage sind, dann auch Chancen zu kreieren. Gerade heute in unserem Ballbesitzspiel, wenn wir die Außenverteidiger gezogen haben und die Tiefe dahinter besetzen konnten, das waren immer gute Abläufe und sind wir immer wieder gefährlich vors Tor gekommen. Ich glaube, in so einer Phase dann einfach noch mehr den Druck zu erhöhen, um vielleicht schon höher zu führen. Ja, auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass du mit einer 1-4-Niederlage in das Spiel gehst. Und ist, glaube ich, dann auch vielleicht irgendwo menschlich, dass man vielleicht nicht das komplette Risiko geht und auch in unserer Situation. Ansonsten muss ich auch sagen, dass die Qualität der Chancen auch in der zweiten Hälfte, das habe ich auch schon gesagt, auch die Hertha hatte gute Chancen von der Qualität her, aber auch die hatten wir auch. Ja. Und wie gesagt, war ein tolles Spiel in der zweiten Hälfte für die Zuschauer, weil es hin und her ging. Und wir sind glücklich, dass wir es gewinnen konnten. Nico Gehler von der Bild. Hallo Stefan, guten Abend in die Runde. Glückwunsch zum Sieg. 2 Fragen. Ihr habt jetzt 5 Heimspielen ungeschlagen, habt eine tolle Reaktion gezeigt. Ist ein Ergebnis wichtig für die Tabelle, aber so ein bisschen auch holt sich die Mannschaft jetzt peu à peu den Respekt auch zurück von der Liga und von den Gegnern und in der Außendarstellung. Die erste Frage, und dann hätte ich gern vielleicht noch einen Satz zu Kapitän Branimir Gotter, der nicht nur wegen den beiden Toren heute sicherlich sein bestes Spiel seit langem gemacht hat. Ja, ich möchte mit der zweiten Frage beginnen. Erstmal, Branimir ist ein unheimlich wichtiger Spieler für uns und es war der entscheidende Faktor im letzten Jahr, dass wir aufgestiegen sind. Wir haben einen schwierigen Start in diese Liga gehabt. Das haben wir jetzt auch schon des Öfteren auch erklärt, warum das so war. Und er war aber immer der Kapitän dieser Mannschaft und ist immer vorangegangen. Und mich freut es speziell für ihn, ja, dass er heute so eine Leistung gezeigt hat und hat sich dann auch mit den 2 Toren belohnt. In meinem Empfinden ist es so, dass wir immer Respekt bekommen haben vom Gegner. Und ich habe das schon des Öfteren betont, dass die Ergebnisse in der Hinrunde in einigen Spielen nie die Leistung meiner Mannschaft widergespiegelt haben. Und deswegen ist es für mich jetzt logisch, warum wir momentan
gerade zu Hause auch punkten. Und das habe ich ja auch schon des Öfteren gesagt. Wir sind mit einer Mannschaft in diese Liga gestartet. Ja, wir haben 4 absolute Eckpfeiler verloren als Aufsteiger. Und da muss man dann auch mal den Hut vor meiner Mannschaft ziehen und vor der Einstellung, wie man dann so durch eine Vorrunde geht, mit welcher Einstellung, mit welcher Leidenschaft und alle immer bereit waren, das Beste für den Verein hier zu geben. Und dass es ein bisschen dauern wird, bis wir in der Liga ankommen, das war uns schon klar. Und aktuell ist es auch so, dass Personal zur Verfügung steht. Ja, das vergessen auch immer viele, dass bei der Spielvereinigung mal 4 oder 5 Spieler Corona-bedingt ausfallen. Ja, wir sind die Spielvereinigung Greuther Fürth, das kann nicht alles funktionieren. Und deswegen bin ich sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie hier durch diese Liga geht. Und wir haben kommuniziert nach außen, wir wollen uns deutlich besser präsentieren. Das tun wir. Und wir werden weiterhin so spielen wie heute und wir werden noch ein paar Punkte holen. Paul Gorgas nochmal. Herr Korkut, letzte Woche fiel das Tor nach einer Standardsituation. Diesmal hat ein Innenverteidiger das eine Tor geköpft. Warum fällt es vor allem in diesem Jahr Ihrer Offensive so schwer, die Chancen, die sich ja zum Teil auch herausspielen, in Tore umzumünzen? Ja, wir haben heute auch, glaube ich, 24 Torschüsse gehabt. Letztendlich fehlt uns da einfach die Effektivität. Gerade in der zweiten Halbzeit, in den letzten Minuten, hatten wir wirklich die eine oder andere Möglichkeit, auch freistehend, mit guten Möglichkeiten. Letztendlich, wenn man ja, die Tore nicht macht und selber dann auch immer wieder in Rückstand gerät, dann ist es natürlich auch schwer, dann die Ergebnisse zu holen, die wir uns vorstellen, weil man rennt dann einfach auch immer wieder einem Ergebnis hinterher und das alles macht natürlich auch was mit der Mannschaft und auch dann in der einen oder anderen Situation, wenn man die Ruhe nicht hat und man das Ding dann machen muss, dann ist halt einfach auch so, dass dann ein Stück weit die Ruhe fehlt den Spielern und daran geht es jetzt auch zu arbeiten. Dass wir jetzt zur letzten Woche natürlich einen großen Unterschied gesehen haben, das ist das, was mich vor allem heute aufregt und dass wir letzte Woche eigentlich auf dem Weg waren, auch mit der Intensität, die war heute auch da. Wir sind heute auch sehr, sehr viel gelaufen. Wir haben sehr, sehr viele Torschüsse gehabt. Die Zweikampfquoten sind ordentlich, aber letztendlich haben wir das Spiel, das wir durchziehen wollten, vor allem in der ersten Halbzeit. Nach dem Gegentor, die Umsetzung, die haben wir nicht hinbekommen. Und das ist das, was mich aufregt. Die zweite Halbzeit war dann, wie gesagt, etwas besser. Und ja, effektiver werden auf jeden Fall. Zielstrebiger werden. Ich glaube, bevor wir über die Effektivität reden, müssen wir entschlossener und zielstrebiger werden und dann natürlich nicht immer wieder in Rückstand geraten, vor allem nicht so einfach, wie es uns heute passiert ist. Michael Fischer? Ich hätte noch mal eine Frage, Herr Leitl, zum Gegentor. Hätte Andreas Linde womöglich aus dem Tor rauskommen müssen oder war es die Staffelung in der Mitte? Was war das Problem bei dem Gegentor aus Ihrer Sicht? Ja, Andreas kann da nicht rauskommen. Wir haben dort eine Zuteilung und lassen unseren Mann laufen. Ja, das haben wir schon besprochen, dass das natürlich nicht geht. Und dementsprechend fällt dann das Tor. Paul Gorgas nochmal. Nochmal eine Frage an Herrn Korkut. Es herrscht jetzt Abstiegskampf, das haben wir schon, glaube ich, festgestellt. Wie sehen Sie denn die Mannschaft aufgestellt? Ist das der Truppe klar? Wissen die, worum es jetzt geht? Sind die geschlossen in ihren Reihen? Sie haben ja Erfahrung im Abstiegskampf. Wie nehmen Sie die Mannschaft von der Perspektive her wahr? Sie haben es ja gesagt, ich habe Erfahrung und ich muss Ihnen sagen, so wie sie sich diese Woche auch im Training präsentiert hat und auch das Spiel letzte Woche, haben wir natürlich keine Anzeichen dafür gehabt, dass wir in das Spiel so starten. Wichtig ist jetzt auch zu analysieren, vor allem auch, dass wir die ersten Sekunden schon nicht da gewesen sind, dass wir dann so ein Gegentor bekommen und dass so ein Gegentor auch einiges mit der Mannschaft macht. Dass wir dadurch natürlich keine Stabilität ins Spiel reinbekommen und uns dann schwer tun, weil wir, wie gesagt, dem Ergebnis hinterherrennen müssen. Es die Mannschaft aber auch in der zweiten Halbzeit mit vollem Risiko versucht hat. Das ist auch klar, aber letztendlich müssen wir wissen, in welcher Situation wir jetzt auch stecken. Ja, und da geht es wirklich darum, dass wir jede Sekunde da sind, dass wir unheimlich wachsam sind und
dass wir natürlich auch punkten müssen. Und daran werden wir jetzt diese Woche arbeiten. Klar die Sachen, wie immer, klar ansprechen, damit uns das im nächsten Spiel nicht passiert. Michael, kommen wir zu dir. Ja, eine letzte Frage, Herr Leitl. Sie haben im Sommer bei der Saisoneröffnung den Fans diesen historischen ersten Heimsieg versprochen. War das Ihnen dann heute nochmal ein besonderes Bedürfnis, auch dieses auch mal vor Fans auch zu schaffen? Sie haben es unter der Woche ja schon mal gesagt, aber es war für Sie wahrscheinlich auch nochmal ein besonderer Tag auch in Ihrer Trainerkarriere heute, oder? Für mich ist es ein besonderer Tag. Jeder Bundesligaspieltag ist ein besonderer Tag für mich, ob erste oder zweite Liga. Ja, das ist was Besonderes, dass wir in diesem, oder ich speziell in so lange auch in diesem Geschäft mit dabei sein darf und jetzt als Trainer der Spielvereinigung. Mich freut es für alle Fürther, dass uns das heute gelungen ist, und ich habe das auch der Mannschaft gesagt, dass wir diesen Auftrag haben, vor den Fans jetzt auch ein Heimspiel in der Bundesliga zu gewinnen. Sieg fühlt sich immer gut an, und ich glaube speziell, wir haben immer noch Corona, aber ich würde jetzt schon gerne auch durch die Gustavstraße fahren, ja, muss ich gestehen. Dann sehe ich kein weiteres Handzeichen mehr. Dann bedanke ich mich für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Unseren Gästen wünsche mir trotzdem einen schönen Nachhauseweg und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Bis bald.